grenades. They will disable any electronic detonators within a radius of 20 meters. Halte ich jetzt zwei, oder? Okay, das macht keinen Unterschied. Okay, spiele ich das jetzt nicht nochmal. So, ich habe eine Box, die physikalisch überhaupt total komisch fliegt. Your brother Paul has gotten our troops into another mess. Also ich muss sagen, die Grafik sieht scheiße aus, aber sonst sieht auch optisch gar nicht so schlecht aus dafür, dass sie kein, was auch immer, kein Mensch oder so hinaus ist. So, wo ist denn das jetzt? Okay, östlich. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Und ich habe doch gar keinen da drin getötet. Doch, ich habe jemanden drin getötet. So, ich bin dann schon da, vermutlich, weil ich die Typen da hinten getötet habe. War ich ja eben die ganze Zeit falsch. Ach, der Typ schon. Ich gehe lieber weg. Achso, ja, ich erinnere mich. Achso, ich hätte vermutlich, weil ich hier Leute getötet habe. Ja. Details, so. Ich wollte niemanden umbringen. Aber. Verschlossen. Das ist doch eine Kiste, oder? Welchen Dietrich will ich sie aufknacken? Ich nehme nicht an, dass das irgendwie von Erfolg gekrönt ist. Nein. Warum ist es auf einmal so hell? Da bilde ich mir das noch ein. Hab ich mal wieder Wahnvorstellungen. Also, andere Wahnvorstellungen als sonst. Von wann ist denn der Spielstand? Steht nicht dabei. Schade. Oh doch, da steht's. 2013. Hey! Nach fast 3 Jahren spiele ich es mal weiter. Sehr gut. Ich kletter einfach mal diesen Schacht hinab und das weiße Licht und sehe nichts. So. Perfekt. Freunde östlich von Kastenbane. Ist dieser andere Gang, oder? Ja, das ist. Ich hatte die tolle Idee, dass eine Taschenlampe sich erschöpfen könnte. Ich meine, ja, es ist realistisch, aber es ist immer so ernsthaft, das nervt. Soll ich eine einsetzen? Vielleicht was sehe ich hier oben irgendwas. Ah, okay, das ist nur eine andere Möglichkeit. Das ist nur eine andere Einstiegsmöglichkeit, sehr gut. Au. Bin ich jetzt wieder ganz unten? Ja. Nein, hier ist niemand irgendwo runtergefallen. Niemand, der da runterfällt, müsste ja völlig verblödet sein. Die NSF-Terroristen in der Subway haben threatened to blow up the platform. Watch for booby traps. Hier keine Sprengfallen, das ist mein Problem gerade. Nicht aufstehen. Und was ist hier eine Sprengfalle? Ich stehe auf der Kassel. These guys aren't so tough. Okay, ich sehe mit dem Flammenwerfer, soll ich vielleicht töten, bevor er alles anzündet. Vor allem, bevor er mich anzündet. Hat er nicht auch seine eigenen Kollegen und die Geißeln angezündet, oder habe ich mir das nur eingebildet? Ach, das ist das BE, das ist die Energieanzeige, deswegen steht der BE. Was auch immer BE sein soll. TNT-Kiste. I know I heard something. Sir, who are you? I'm a UNATCO agent. As soon as I open the train doors, I need you both to be ready to run on board. Okay. Never killed a cop.
This one's a goner. Ja. Mhm. What do I do? I'm with you, Natco. As soon as I... Forget it. I was hearing things. Good work. The hostages will be all right. Now take the train to Hell's Kitchen and report to your brother. Schön. Kann man noch mehr? Kann man das noch besser machen? Wenn man nicht lade, passt die Helligkeit nicht mehr. Is someone there? Nein. Take him out. Ich muss dann leider mal weg. Stay cool. That's him. He's a cop. 30 credits. Ich wollte doch nur noch den Dietrich. I'm gonna get this pig. Ich muss jetzt auch mal weg, weil ich habe ja im Prinzip alles und 30 credits says I get it. Stay cool. He's still around. Careful. These UNATCO guys got all the tricks. Ja, bei der KI ist das auch nicht so ganz schwierig. Anybody see him? Was sieht aber, wenn ich something das mache? Good. Ah, das stimmt. Das hat mich jetzt überrascht, dass ich da tatsächlich sterbe. Ich denke, wir haben einen Intruder. Das ist er. Er ist ein Cop. Ich muss jetzt leider mal weg. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ja. You saved my life. They were gonna blow the whole place up. Us, them, everything. Können sie immer noch machen. The city's lit up, man. Mein, yeah. I'll be okay. Thanks. Hätte ich irgendwas entschärft. I'm not going anywhere until the shooting stops. They're shooting. Why do they keep shooting? Ja, weil sie nicht getötet haben. Maniacs. Complete maniacs. Was sehen, wenn ich da jetzt wieder einsteige? Ah, das ist vielleicht nicht so die tolle Idee. Was? Durchführungsbonus? Okay, jetzt möchte ich aber den Bonus noch haben. Ist gut durch. Ist das ein Revolver? Warum hat er nur 6 Schuss? Ah, okay, wenn ich einen... Okay, wir wollen definitiv nicht auf eine dieser Kisten schießen. Oder vielleicht doch? Was ist denn hier? Wenn ich mich ganz weit wegstelle? Und die Kiste vielleicht auch mal. Nein. Wir wollen definitiv nicht auf eine dieser TNT-Kisten schießen. So. Die Terroristen hingegen scheinen das nicht so sonderlich zu interessieren. In der Tat interessiert sie das überhaupt nicht, dass da TNT ist. Das könnte zwar ein bisschen dauern. Nein, nein, nicht aufs TNT schießen. Noch nicht, doch. Moment, wenn ich da reinschleiche, vielleicht sehen sie mich dann nicht. War ein bisschen naiv anzunehmen. Scheiße, das ist beschlossen. Ich hab die 40 AP bekommen. Ich hab's voll drauf. Ja, jetzt ist es was los. Keep looking. Something funny about that guy. Ja, der hat einen vollen Knall. Der macht Let's Play. God damn. Kann er doch da reinschießen? Ich dachte, das macht er nicht. Warum macht er so einen Scheiß? Nee, glaube ich nicht. Ich will zur nächsten Frage bringen. Guck mal, lehne ich das nicht einfach so.
Ist nur so ein bisschen blutig auch. Jetzt bekomme ich nur nichts von dem Zeug ab, ne? Scheiße. Nee, dann ist das nicht gut. Ich hätte schon gerne deren Ausrüstung auch noch. Auch wenn ich die vermutlich nicht brauche und so, aber hey. I'm hit. Ja, schießt euch gegenseitig tot. Gute Sache. So, wir räumen hier mal so richtig auf. Erst schleichen wir rein, kassieren die vollen Erfahrungspunkte und dann schießen wir einfach noch alles tot und kassieren noch mehr Erfahrungspunkte. Das ist so mein Plan für die Zukunft. Boah, eine Schrotflinte hätte ich aber auch gern. Flammenwerfer jetzt eher nicht so, muss ich sagen. Kann ich irgendwas wegwerfen? Zigaretten würde ich gern behalten. Vielleicht lege ich mal das hier ab und... Schutzanzug. Was brauche ich denn davon noch? So kann ich die Schrotflinte jetzt tragen. Nein, scheiße. Brauche ich den Wein wirklich? Ich weiß nicht. Noch benutze ich keinen Wein, also brauche noch keinen Wein. Gasgranate. Kampfmesser. Dafür habe ich auch schon was Besseres. So kann ich jetzt diese scheiß Flinte tragen. Vielleicht muss ich das Inventar auch selbst ordnen. Das ist natürlich im Rahmen des Möglichen. Wie viel Platz braucht denn das Ding? Vielleicht 4. Habe ich den nicht weggeworfen? Den kann ich hier nicht ablegen. Ah, 3 braucht die. Okay, den Wein möchte ich aber schon wieder mitnehmen. Das Kampfmesser, Feuerwehr, Schlagstock, brauche ich das? Sie finden nichts. Ich weiß nicht, so eine Schrotflinte brauche ich vielleicht. Einen Flammenwerfer eher nicht so. Na, auf welchen Platz lege ich das denn? Erstmal durchladen, oder? Yes. So, mache ich hier da oben jetzt auch noch platt? Munition hätte ich ja. Vielleicht kriege ich ja noch einen Durchführungsbonus. Diskussion beendet. Wir machen das jetzt einfach mal. Scharfschützengewehr habe ich keine Munition mehr. Nee, noch 2 Schuss, das ist nichts. Was habe ich denn hier noch so? Mir 40? Kann ich die irgendwann mal verkaufen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Kaufen ja, aber verkaufen weiß ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr davon tragen. Das habe ich. Wie sieht es überhaupt aus? Na, das hebe ich nur noch auf. Schön, wie die KI wieder zurückgesetzt wurde. Vielleicht soll ich mal nicht so viel daneben ballern. Gut, dass es untrainierte Terroristen sind, die gegen meinen High Skill keine Chance haben. High Skill, ja genau. Das ist auch das erste Wort, was mir einfällt, wenn ich meine Spielerei hier sehe. So, 10mm Munition. Oh, Dietrich, perfekt. Metallkiste, Metallkiste. Kann ich nicht mehr rausspringen, okay. Der öffnet gleich alle Türen praktisch. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, das Maximum abgestaubt hier. Okay. Mehr wird's nicht mehr. Dann sieht mich doch nicht. Okay, lassen wir die Scheiße. Spielen wir mal ernsthaft. Ernsthaft. Ich und ernsthaft. Öffentlicher Bankautomat. Die Tasten, die bringen mich durcheinander. 695. Missbrauch ist strafbar.
vermute, dass sowas nie tun würde. Schließen. Ist lauter aus Betrieb. Benutzen die anderen. So, bitte. Schlechter Service. Fast so, als hätte das jemand gehackt haben. Hinweis zur Wasserversorgung. Alle Bewohner von Manhattan und Brooklyn. Nach dem Chlorunfall am Hudson River Ende letzter Woche hat der Chlorteppich um die Küste erreicht und stört den Betrieb einer Wasseraufbereitungsanlage. Obwohl die Wasserversorgung der Stadt derzeit noch sichergestellt ist, kann dies in den kommenden Wochen durchaus zu einer Rationierung des Trinkwassers führen. Unter keinen Umständen sollen die Bewohner der betreffenden Stadtteile das kontaminierte Wasser trinken oder drin schwimmen. Wenn sie mit dem verseuchten Wasser in Berührung kommen, suchen sie bitte umgehend eine Klinik auf. Brooklyn Naval Yards eröffnet U-Boot-Bunker. Im Rahmen einer Feierstunde eröffnet die Brooklyn Naval Yards heute Vormittag einen neuen, modernen U-Boot-Bunker. Neben Senator Clark Ashton gehört der Großunternehmer Bob Page, dessen Unternehmen für den Großteil der Bauarbeit verantwortlich gewesen waren. Ja, passt zu den Ehrengästen. Heute ist ein großer Tag für New York, sagte Page in seiner kurzen Ansprache im Rahmen der Zeremonie. New York ist in vielerlei Hinsicht der Mittelpunkt Amerikas. Die Stadt ist beispielhaft für unser Land und die ganze Welt. Solange sich New York auf seine Vergangenheit besinnt und weiter in die Zukunft investiert, wird sich dies nicht ändern. Diese Anlage ist nur ein kleiner, aber bedeutender Beitrag zur Modernisierung unserer Stadt. Page Industries ist stolz darauf, im Bau dieses großartigen Komplexes teilhaben zu dürfen. Battery Park bis auf Weiteres gesperrt. Aufgrund bisher nicht identifizierter terroristischer Aktivität bleibt der Battery Park bis auf Weiteres für Unbefugte gesperrt. Lokale Polizeieinheiten sowie Agenten der UNATCO sind bereits mit Erklärungen dazu befasst. Nach den Worten des Leiters der UNATCO, Josef Mendelein, besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Das kann nicht ändern. Naja, die Schließung des Parks ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Sichern Sie ab, seien Sie misstrauisch. Der Terrorismus ist heute leider nicht nur in New York, sondern im ganzen Land Teil unseres Alltages. Dieser Angriff unserer Gesellschaft und unserer Lebensweise hinterlässt bei den Bürgern die bange Frage, was kann ich als Einzelner tun, um terroristische Gräueltaten zu verhindern? Wie kann ich helfen? Ganz einfach, denn der Terrorismus ist nur erfolgreich, solange Terroristen unerkannt und unbemerkt unter uns leben. Allerdings haben sie die Rechnung unter das beste Spionagenetzwerk der Welt gemacht, das amerikanische Volk. Guter Witz. Wer kennen wir einen potenziellen Terroristen? Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fremde, also alle Menschen. Alle Menschen sind für mich Fremde, denn ich bin Gamer und habe keine Freunde. Die sich polemisch über Politik und Philosophie äußern, die sich über ihre Arbeit, vor allem im Hightech-Bereich, befragen, die überdurchschnittlich lange im Netz surfen. Oh, dann müsste die Bevölkerung wahrscheinlich selbst. Die sich vor allem Chemie, Elektronik und Computer interessieren, die zahlreiche E-Commerce-Lieferungen erhalten, die Fotos von markanten Punkten machen. Also alle Pokémon Go-Spieler, was? Das sind nur einige Hinweise. Bitte wenden Sie sich mit einem begründeten Verdacht an die nächste Polizeidienststelle. Die zuständige Behörde leitet dann umgehend die Ermittlungsverfahren ein. Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie und Ihre Nachbarn werden ruhiger schlafen, wenn Sie wissen, dass Sie nicht auf sich allein gestellt sind. Ja, also wenn ich mir so Nachbarn angucke, die ich so kenne, ne? Puh, da bin ich lieber Terrorist, ne? Da bin ich auf der sicheren Seite. So, ist ja noch irgendwas, was ich mit dem Shooting stops. They're shooting. Why do they keep shooting? Aber sollen wir noch Munition haben? The city's lit up, man. Yeah. Das ist eine Geisel. Das ist auch eine Geisel. Das ist eine Hure. How's the look on the street? How's what look? The fighting. Is it heavy? The cops told me to take cover in the bar or come down here. They've got the NSF surrounded in the Ton Hotel. Hostages? I don't know. Is that it? Yeah, thanks. I'll be okay. Thanks. That's all I know. Jetzt hat sie auf einmal... Hat die ihren Namen erwähnt? Complete maniacs! Immer noch außer Betrieb. Kann immer jemand reparieren? Ich muss Geld abheben. What's the situation here? You're taking over. I've got to get my team ready to raid the warehouse. What about the EMP field? Still in place. Your primary objective will be to locate and disable its power source. Probably an industrial-sized generator in a large building. I'll question some of the locals. I ordered the civilians to take cover a block south of here in the free clinic and at the Underworld Tavern, down on the corner. Maybe I'll start with the tavern. Why'd you have to clear the street? There's still a heavy NSF presence in the streets, and we're taking some fire. We could use your help if you get the chance. Maybe I'll do that. If you need any extra equipment, here's the key to my place at the Ton Hotel. Check the secret closet. Remember? The keypad's behind the painting. Just like the movies. Second floor, right? Yeah, and take a charger for the riot prod. We don't need another Anna Navarro shooting spree. Whatever you say. And JC, we'll be waiting for you to take down that EMP field. Hey, ich habe einen Lader erhalten. So, fragen die Menschen, da bauen eine Klinik nach dem Standort des Kerls. Das werden wir gleich mal tun. We're getting reports of a hostage situation in the Ton Hotel, which is at the southeast corner of the block. When you stayed with Paul, did you meet Mr. Renton and his daughter Sandra? We think at least one of them is still inside.
So, was haben wir hier liegen? Erstmal Biozelle, sehr gut. Erstmal Zeug mit dem. So, ist das hier das Hotel? Nicht, dass ich da jetzt gleich reingehe und... Oh. Nee, ist kein Kind. Ich habe gedacht, oh, das Kind, das ich vorhin schon mal gegeben habe, habe ich jetzt wieder... Ist ja auch eine Karte? Das ist eine interessante Frage. Eine Karte. Ja, danke für nichts. Nee, Karten gibt es hier glaube ich noch nicht. Kompass? Nee, das ist... Den habe ich schon an, den möchte ich auch nicht ausmachen, ehrlich gesagt. Nee. Karte ist nicht. Such dir deinen eigenen Weg. Spaß, ey. Am besten war besser, das hatte eine Karte. Okay, nee. Yes. Password? Open up. I'm a federal agent. Hm. Yes. Too sick. Come back later. Yes. Open up. The buzzer doesn't seem to be... Okay. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Ich speichere einfach mal. Sing him, Opfer ist nix. Verstehe. Ja.